Ja, es gibt Nachrichten zu diesem Thema, dass Erdogan am Anfang nicht ganz sicher war, ob der Putsch nicht im Sinne der Militärs gut geht und von daher Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, ins Ausland zu kommen. Mir sind zwei Anfragen bekannt in Deutschland und in London auch, also in England. Aber das erledigte sich im Grunde im Laufe seines Fluges, weil er dann zunehmend Gewissheit bekam, dass der Putsch nicht so läuft, wie es sich die Militärs dachten, sodass er dann an die Spitze der Gegenbewegung ging. War das denn ein ernst gemeinter Putsch oder war das nur ein gefakter? Es gab ja Gerüchte, dass Erdogan den Putsch selbst in die Welt gesetzt hat. Ja, das ist tatsächlich erstaunlich. Und was für mich ganz besonders erstaunlich ist, dass man das Erdogan allen Ordens zugetraut hat. Das ist für mich eigentlich ein Punkt, wenn man das jetzt mal auf unsere Bundeskanzlerin übertragen würde. Hier gäbe es einen Putsch der Bundeswehr und man würde Frau Merkel zutrauen, dass sie den in die Wege geleitet hat. Es ist ja komplett absurd und abwegig. Warum ist es eigentlich so, dass viele dachten, das könnte so gewesen sein mit Erdogan? Nächster Punkt, ich glaube nicht am Ende des Tages, dass es so war. Es wird da sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis genug Licht in das Dunkel gebracht wurde. Der Geheimdienst in der Türkei hat offensichtlich nach Möglichkeiten Erdogan unterrichtet und er war in Grenzen informiert, nicht über die Zeitpunkte. Offensichtlich sollte der Putsch ursprünglich ein paar Tage später stattfinden, ist dann aber aufgrund der vorbereitenden Maßnahmen von Erdogan, er hatte da schon seine Listen im Grunde fertig über Soldaten, Richter und andere Verwaltungsangehörige, die aus dem Amt genommen werden sollten. Deswegen versuchte man mit diesem Putsch last minute noch diesem Geschehen zuvorzukommen und ist dann eben in Minenfelder und Löcher hineingestoßen, die sich dann eben als nicht hinreichend belastbar zeichnen, sodass er da nicht erfolgreich sein konnte. Aber es war für ein paar Minuten, ein, zwei Stunden nicht ganz sicher, in welche Richtung das Pendel schlägt. Am Ende hat es eben in Richtung Erdogan geschlagen und er nutzt jetzt diese Chance, wie er sehr Gottesgeschenk hat er gesagt, radikal aus, um den Staat überall dort zu erneuern, wo er das für notwendig hält. Ja, die Situation ist ja generell ambivalent. Ich tue mich sehr schwer, hier im Grunde für irgendeine Partei einseitige Urteile zu treffen. Das Militär hat ja offensichtlich gefeuert, Bomben geworfen und auch geschossen in Mengen hinein. Also, dass man jetzt sagen kann, das war ein unblutiger Putsch, ist von der Seite nicht richtig. Auf der anderen Seite gibt es dann eben auch arme Wehrpflichtige, die ersäuft oder eben auch denen auch der Kopf abgeschnitten wurde oder schwer misshandelt wurden von fanatisierten Anhängern Erdogans. Und da kann man sich auch sagen, was ist das für ein Verbündeter, der im Grunde seine Massen zu Schlechtern umgestaltet. Also es ist in jeglicher Hinsicht ein sehr, sehr schwieriges Bild, das dabei gezeichnet wurde. Es hat sicherlich allen nochmal deutlich Grund zum Nachdenken gegeben, was ist die Türkei eigentlich für ein Verbündeter und wie wollen wir künftig mit diesem Verbündeten umgehen. Das mag ein Teil des Plans gewesen sein, dass er sie emotionalisieren wollte. Also vielleicht hatte er sie schon im Griff in dem Sinne, dass er sie radikalisieren und emotionalisieren wollte. Und das hat an diesen wenigen Plätzen, an denen der Putsch tatsächlich stattgefunden hat, ja auch funktioniert. Also von daher, wenn man das rein technisch, technologisch sieht, ist sein Plan aufgegangen und der Putschisten nicht. Was bedeutet das jetzt für die NATO-Mitgliedschaft der Türkei? Ja, das wird man sehen müssen. Ich denke am Ende nichts. Das kommt einem jetzt als Antwort ein bisschen knapp vor. Aber wenn man in die Geschichte der Türkei schaut, ich selbst war ja mal als Gehilfe und Redenschreiber des NATO-Oberbefehlshabers tätig im Jahr 1990. Damals gab es die fünfte Runde Why NATO? Also warum brauchen wir eigentlich noch die NATO? Nun sind wir 25 Jahre weiter und die Frage stellt sich im Grunde immer wieder neu. Wir hatten dann das Thema Out of Area oder eben aus dem Geschäft, Out of Business.
es hat sich eben immer weiterentwickelt. In dieser langen Zeit der NATO ist das ja nicht der erste Militärputsch, der stattgefunden hat. Es gab eben auch in Griechenland Putsche, es gab in Italien Putsche, man soll es nicht glauben, in Portugal und eben auch in der Türkei mehrfach. Alle sind eigentlich immer Mitglieder der NATO geblieben. Und die Grundfrage stellt sich also für die NATO, was ist hier eigentlich wichtiger, die inneren Verhältnisse in der Türkei oder die Wertegemeinschaft, die sie verkörpert. Und auch hier ist das ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich erinnere mich daran, dass in Deutschland im Grunde auch schon seit Jahrzehnten immer wieder die Frage gestellt wird, ist die Türkei eigentlich wirklich jemand, der unter dem Gesichtspunkt Wertegemeinschaft in das Atlantische Bündnis hineinpasst? Die Amerikaner taten sich immer sehr, sehr schwer, also ihnen fiel es leicht, aber uns fiel es sehr, sehr schwer zu glauben, was sie uns als rational, als Argumente vermittelten, nämlich, dass einfach die Türkei so ein wichtiger strategischer Partner ist, dass es uns allen, unseren Menschen, unserer Prosperität nützt, dass die Türkei in der NATO ist. Dieses Argument ist wahr. Die Türkei liegt oder lag im Kalten Krieg dicht an Russland und von daher war es immer eine Bremse für eine weitere Expansion zu Russland, insbesondere auch in dem Bereich des Mittelmeers oder da, wo lange Zeit ja unsere Schlüsselrohstoffe, Öl und Gas lagen. Das hat sich ja ein bisschen relativiert über das Schiefergas-Thema, sodass man jetzt also nicht mehr so dramatisch auf das Ölthema für unsere Wirtschaften und damit eben auch für das Wohlergehen unserer Menschen hier angewiesen ist. Aber Russland, wie gesagt, als ein Thema, denn der Golfbereich als ein Sicherheitsthema. Die Türkei wird im Grunde immer wieder gebraucht. Sie ist bei jedem Krisenmanagement dabei, in Afghanistan. Wo immer wir sind, ist die Türkei mit engagiert. Sie wird als Plattform häufig genutzt. Dort sind ganz große Basen für Luftstreitkräfte, aber auch für andere Streitkräfte da. Viele Operationen, Interventionen im Nahen Mittleren Osten sind auch von türkischem Boden ausgegangen. Also sehr, sehr vieles spricht für die strategische Bedeutung der Türkei. Und von daher hat man eben den Eindruck über die vielen Jahre und Jahrzehnte, dass solange es uns strategisch nützt, es uns eigentlich relativ egal ist, was in der Türkei passiert. Bundestagspräsident Lammert probte ja den Aufstand. Ich weiß nicht, ob er den noch durchhält. In letzter Zeit ist er wieder leiser geworden, was das Thema angeht. Nach dem Motto, er wird das Mandat nicht verlängern für die Bundeswehr dort, wenn die Abgeordneten nicht hindürfen. Im Grunde ist das so ein bisschen Theaterspiel für mich. Ich meine jetzt gar nicht so sehr den Bundestagspräsidenten. Ich bin eher davon überzeugt, er meint das ernst und macht das auch mit voller Überzeugung und hat auch recht. Aber auf der anderen Seite, Erdogan zeigt uns ein bisschen die Hake, nicht, dass wir uns da nicht ständig einmischen dürfen, weil wir auf Erdogan angewiesen sind, verhalten wir uns leise und bescheiden. Und deswegen wird man am Ende des Tages auch unsere Parlamentarier im Bundestag wieder überzeugen, dass man das alles nicht so hochkochen wird. Und dann wird Erdogan auch wieder erlauben, dass die Bundestagsabgeordneten dorthin fahren. Ein etwas unsägliches Spiel mir wäre in dem, also nicht nur in diesem Fall, auch in anderen Fällen, eine klarere Kante lieber. Ich finde, ein wesentlicher Teil des Vertrauensverlustes, den es in unsere Politik gibt, nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland, ist eben, dass wir nicht so klar berechenbar sind, wann wir für unsere Werte einstehen und wann nicht. Wir sehen ja auch, dass es auch in Deutschland beispielsweise Erdogan-Getreue gibt und Erdogan-Kritiker und dass die Kritiker durchaus auch alle möglichen Hassparolen bis hin zu physischer Gewalt aushalten müssen. Generell gilt hier von Anfang an, während den Anfängen, Erdogan und seine Administration sollten sich raushalten aus den anderen Ländern und deren innenpolitischer Situation. Und die politischen Führungen in den anderen Ländern sollten glasklar machen, dass sie solch Verhalten nicht zulassen und solche Erpressung nicht zulassen. Ja, Erdogan muss ja auf sein Erbe achten. Er ist ja im Grunde zum einen der Erbauer der modernen Hightech-Türkei. Er ist auch der Schlechter der säkularen Türkei, Atatürks. Er ist der Aufbauer einer islamisierten Türkei, also einer Türkei, in der die Betonung auf das Religiöse wieder deutlich prononcierter ist, als sie das jemals war. Sein Erbe wird flöten gehen,
wenn die Wirtschaft nicht weiter leistet. Wirtschaft funktioniert nur mit dem Mitwirken Israels im technologischen Bereich, mit der Kooperation mit Russland. Man braucht russische Touristen und man muss auch den russischen Exportmarkt braucht man für die türkische Wirtschaft. Natürlich wird die Europäische Union auch ganz wichtig sein. Und von daher halte ich Erdogan für eine Art Mengenanpasser. Das heißt, er folgt hier der Realität. Von daher, je klarer wir uns artikulieren, was schlechtes Verhalten bedeutet, umso weniger Probleme mit schlechtem Verhalten werden wir haben. Ich denke nicht. Im Grunde, was wir jetzt haben, ist eine Situation, wo sich die Beteiligten die Marter-Instrumente zeigen. Also keiner wendet die Marter-Instrumente an, sondern man zeigt sich nur gegenseitig, was man sich gegenseitig tun kann. Wir Europäer zeigen ihm Erdogan, dass wir ihn wirtschaftlich unter Druck setzen können. Er sagt uns, dass er uns über die Flüchtlinge unter Druck setzen kann. Und am Ende wird es ausgehen wie das Hornberger Schießen. Also wir werden zahlen und er wird die Flüchtlinge auf dem Landweg halten. Sollen wir damit zufrieden sein? Ich glaube nicht wirklich. De facto ist es erbärmlich, dass die Europäische Union es nicht schafft, zum einen Flüchtlingen ihre durchs Völkerrecht zugesicherte Fluchtstätte, ihren Schutz zu geben. A. B. Dass wir es aber nicht schaffen, all denen, die aus Nicht-Fluchtursachen zu uns strömen, und das ist ja einfach die dramatische Mehrheit, noch nicht mal, erkennungsdienstlich zu behandeln. Wir lassen sie einfach hineinströmen, erfassen nicht, wer es ist. Enorm viele von diesen leben mit Lügen, beziehen mehrfach Gelder. Das ist für das Schutzbedürfnis eines Staates und seiner Bürger einfach absolut nicht hinnehmbar. Und hier muss dringend gehandelt werden. Es kann nicht sein, dass wir im Grunde auf so einen Wackelkandidaten wie Erdogan setzen müssen, um das Flüchtlingsproblem halbwegs in den Griff zu bekommen. Hier muss Europa seine Hausaufgaben machen. Und da hat das Mahnen des bayerischen Ministerpräsidenten sicherlich sein Recht.